Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 44. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier im Quest, mit dem wir haben einige Sachen zu machen, nämlich die ganzen Waffenbrüder-Sachen. Es gab auch noch eine Waffenbrüder in Velen. Allerdings ist diese Person, die wir da hätten rekrutieren können, nicht mehr so gut zu uns gestellt durch bestimmte Sachen, die ich offscreen gemacht habe. Daher kann ich diese Person leider Gottes nicht, wiederholen, sage ich jetzt mal, also nicht auf unsere Seite ziehen. Daher holen wir halt die anderen, ne? Wo will ich eigentlich hin? Ich möchte auf die Karte eigentlich schauen. Bin ich denn hier? Und zum nächsten Schnellreisepunkt, der ist genau da hinten. Okay, perfekt. Und dann werden wir erstmal Nilfgaard machen, weil da ist es nur einer. Der Emhyrvar Emreis. Ich habe keine Ahnung mehr, wer das war oder wer das sein soll. Wir haben noch ein Skellige, haben wir noch ein paar, die werden wir dann als letztes machen, weil wir müssen ja am Ende auch nach Skellige. Und dann gibt es nochmal Nilfgaard und Novigrad, genau. Oh, schade. Novigrad sind auch nochmal einige. 4 Stück in Skellige und 4 Stück in Novigrad sind es, glaube ich, und hier eben nur einer, deshalb machen wir den als erstes. Und in Skellige müssen wir auch noch Quests machen. Also in Skellige müssen wir dem einen, der da uns gesagt hat, sein Sohn und der Riese und keine Ahnung, müssen wir dem auch noch helfen davor, damit der uns überhaupt unterstützen möchte. Warum hängt hier ein umgedrehtes Kreuz? Satanismus! Hey, Satan! gut, so, schnell reisen, dann ab Richtung Novigrad. Königliche. Ah, in Vysima ist es. Okay. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Nur so ein kleiner Zusammenschnitt, was wir gerade gemacht haben. So, hier war Emreis. Wer war das? War das der Botschafter, mit dem wir uns ewig lang unterhalten haben über den Krieg? War das der? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Mit Namen habe ich es wirklich nicht. Ich würde sogar meinen eigenen Namen vergessen, wenn er mich anderen in den Kopf geworfen werden würde. Emreis. Ach, das ist der. Ach, das ist der beziehungsweise der Kaiser. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, Braucht wo deine Hilfe. Sie ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kermorhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Ich glaube, er versteht den Ernst der Lage nicht. Ich sag mal, das bezweifle ich nicht. Bezweifle ich nicht gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kermorhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Das ist mir scheißegal, wer das... Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Gib mir deine Truppen. Das werde ich, wenn sie es möchte. Hat gut geklappt, ne? Klasse war das. Ich wollte gar nicht auf die Weltkarte, ich wollte in das Questmenü. Hier, das ist immer Hilf Chalmer, bla 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 bla. So, und hier sind aber alle abgeschlossen, also da kann ich aber mit den Leuten reden, das ist natürlich super. Mit Soltan, Roche, Dijkstra und Triss. Soltan ist der Zwerg, Dijkstra ist der Spion, Triss ist die wunderschöne junge Dame mit den roten Haaren, aber wer ist Roche? Aber das sagt mir was. Roche. Schnell reisen. Gut, es hat hier jetzt nicht ganz so gut geklappt, ne? Dann werden wir aber zurück nach Novigrad gehen. Warum ist, glaube ich, schon eine Weile nicht? Ich glaube schon am längsten tatsächlich Novigrad. Sind die auch alle hier in der Nähe oder sind die noch ein paar außerhalb, so wie ich das sehe? Also zwei sind mitten in der Stadt. Und der Rest habe ich keine Ahnung. Also reisen wir erstmal mitten in die Stadt. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, Soltan. Ja, Soltan wohnt da nämlich der oder Fluch, so. Der auf Uma lastete,
erwies sich als knifflig. Das haben wir schon. Das hat man schon. Das hat man schon. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf. Das hat man schon. Als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht. Ich möchte nochmal erwähnen, das hat man schon. Und sie dann auf der Nebeninsel versteckt hatte. Das hat man schon. Gut. Ja, wenn wir jetzt hier mit den Leuten reden müssen. Was ist müssen? Ich meine natürlich mit Triss Merigold rede ich gerne. Und dann noch in Skellig. Da müssen wir halt, wie gesagt, die ein oder andere Quest dann noch mit erledigen. Heißt, in Skellig wird es am längsten dauern. Aber wenn wir dann die alle haben, haben wir zumindest ein wenig Unterstützung. Da bin ich eigentlich mal gespannt, oder beziehungsweise frage ich mich selber. Hexe sind super, wie Zauberin. Oh, schade, wird ja nie ein Klein Geralt entstehen. Wie es aussieht im Sinne von, hätte man jetzt auch einfach Ciri suchen können direkt und die finden können und dann einfach keine Unterstützung haben können, hätte sich das auf die Story ausgeguckt, weil es hat ja anscheinend, also es gibt verschiedene Endings. Das wäre so eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, da könnte sein, dass sich dadurch eben die Geschichte verändert. Dass eben, keine Ahnung, dass vielleicht die Burg kaputt geht und dann ist Wesemir voll pisst auf uns und tritt uns in die Fresse. Wer weiß. So. Sultan wird unser erster Gast sein, mit dem entsprechend jemand, bei dem müssen wir auch keine Quest erledigen. Also ich meine, das ist ja unser guter Homie hier, der Sultan. Da drin ist auch noch eine Quest, aber... Sultan, was geht, Bro? Lang nicht mehr gesehen. Mein kleiner Zwergenfreund. Was geht? Warum lässt du sagen? Ich will Sultan Hallo sagen, jetzt will's laden. Sultan, Geralt. Servus. Spielen wir Gwind. Ach du. Eine Partie Gwind. Da sage ich nicht nein. Also Leute. Spielen wir. Wir haben schon erst vor zwei Paars Gwind gespielt. Und für so eine... ich habe Triss Merigold, die habe ich gar nicht immer in meine Karte hinzufügen. Wir könnten allgemein immer hier ein paar rausschmeißen. Aber die will ich nicht, weil die zusammen richtig stark sind, wenn ich da vier Stück von habe. Der zum Beispiel kann raus. Der hat nichts Cooles und der ist einfach nicht cool. Die kann auch raus. Die ist auch nicht cool. Die ist auch nicht cool. So, machen wir einfach mal so. Und wir spielen jetzt mal gegen Sultan einfach, weil wenn wir ihn besiegen, ist er bestimmt nett auf uns eingestimmt. Rennen kann weg und ich brauche nicht zweimal diese Karte. Oh Gott. Das ist viel zu viele Dingkarten. Viel zu viele Karten, was Ding angeht. Ich lege jetzt einfach mal den. Und dann verbrennt er den. Und dann weine ich. Dann lege ich den. Oh, viel zu viele Dingkarten. So, dann hole ich mir mit einer Finte den zurück, du Pisser. Ciao. Hehe, das passt eher. Das war nämlich genau mein Ziel. Jetzt kann ich hier die Fernkampfkarten beide auf 1 senken. Und dann mit dem gewinnen. Sehr schön, ich mag's, wenn die passen. Er hatte zwar mehr Karten als ich, aber ich kann eine Runde aussetzen. Und ich krieg jetzt noch eine Karte. Hoffentlich bitte keine scheiß Dingkarten. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ich meine, gutes Wetter ist nicht schlecht. Will ich jetzt hier gar nicht in irgendeiner Form. Ey, der hat mich! Will ich jetzt hier in gar keiner Form sagen. Aber ich hätte trotzdem viel lieber eine normale Karte gehabt. Ich meine, ich habe hier drei krasse Karten, aber. Trotzdem ist es nicht gut. Oh nein, ich hasse die Karten. Aber ich kann das hier jederzeit einsetzen. Aber das mache ich erst ganz am Ende, weil ich habe ja noch gutes Wetter. Und wenn der dann irgendwas von mir schwächt, zum Beispiel meine Triböcke oder mein Tribock. Oder zum Beispiel das hier, genau. Dann kann ich gute Sonne dann noch einsetzen. Oder gutes Wetter dann noch einsetzen. So. So, jetzt haben wir 27. Das ist gar nicht so viel, ne? Gar nicht so viel. Er ist höher. Oh Gott, das wird hart eng. Das wird zu eng. Der wird gewinnen. Der wird gewinnen, glaube ich. Er wird gewinnen. Juhu. Aber ich kann jetzt das hier einsetzen. Kriegt dadurch ein bisschen was. Schön, klasse. Du Hurensohn. Du dreckiger Hurensohn. Jetzt kann ich das hier noch einsetzen, aber das bringt mir, glaube ich, nicht genug.
Nope, 48. Ah, dann müssen wir noch eine Runde gegen die machen, Leute. Aber das kann es ja nicht sein. Ach, die Parts sind schon nur 20 Minuten lang, da muss ich hier noch so eine Scheiße machen, ne? Ach, Geralt, Geralt, komm auf eine Revanche vorbei. Wir müssen an deinen... Das war einfach nur Pech, weil ich ein scheiß Set hatte, du Pisser. Renn nicht weg. Sollte, nö, wir machen das jetzt nochmal. Ich? Weil da gibt's eine legendäre Karte. Spielen wir Gwind. Klar. Und ich will auch irgendwann nochmal das Gwind-Turnier machen. Spielen wir. Das gibt mir bitte ein besseres Set mit nicht nur, was weiß ich für Karten. Ich weiß, ich könnte jetzt mein Set rausnehmen, hätte ich weniger Chancen, aber ich möchte hier trotzdem eigentlich da haben. Ich brauche nicht zweimal das gleiche. Das ist natürlich geil. Ja, an sich, das Set ist okay. Wir können hier noch den hier raus, mal weg, und dann kriegen wir noch ein Horn dazu, okay. Er fängt an mit einem kleinen Verteidiger. Okay, ich setze meinen... Nein, das wollte ich nicht. Ich will meinen Spion da hinsetzen. So, ich liebe den Spion. Nuller Spion, richtig geil. Wow, das ist ja cool. Hey, du hast den ja auch. Auf damit. Ich habe eine Finte dabei. Setz mal Wesemir. Hol den dann gleich zurück. Ha, jetzt hast du, Idiot, dein Horn ausgegeben. Verlieben es sonst. Hol den zurück. So, er passt jetzt. Ich kann jetzt jederzeit das einsetzen und dann einfach einen Tribox setzen und dann habe ich gewonnen im Normalfall. So. Dann setzen wir das hier ein. Zack. Und dann haben wir die erste Runde gewonnen. Das läuft irgendwie gerade genauso wie die Runde davor. Und die Runde davor lief am Ende dann doch nicht so gut. Au, eine Heldenkarte. Sehr schön. Ich setze jetzt die Karte, weil ich eh nichts machen werde. Also ich werde hier ich werde eine Runde passen, aber so kann ich immerhin irgendwas gemacht haben. Wobei, ich könnte jetzt auch spielen, theoretisch. Vielleicht. Hey, das ist meine Karte. Weil, ja, sollen wir das machen? Sollen wir das wagen? Jetzt zu spielen? Ja, komm, machen wir es mal. Machen wir es mal. So, die Ballista kann zurück. Wir haben halt kein gutes Wetter, was mich ein bisschen stört. Oh, hey, hör auf, mich zu spielen. Das ist echt nervig. So, können wir den noch setzen? Wir können das eine Horn da auf den da setzen. Oh, warum hatten wir so viele Heldenkarten auf einmal? Hardcore annoying. Wir haben ein kleines Problem. Der wird uns abziehen. Aber sowas von. Hehe, ich pass mal eine Runde. So, weil wir haben ja die Heilerin. Jetzt haben wir ein Riesenproblem, also wir haben nur Triböcke. Triböcke. Fernkampf-Ding, also extrem Fernkampf halt, also extrem. Der ist hart, der Gegner, ne? Also beziehungsweise ich bin gerade total scheiße. Ich weiß, dass ich jetzt auch Wesemir holen könnte, das wäre sogar sinnvoller fast gewesen. Warum hast du immer noch Heldenkarten? Wenn jetzt strömenden Regen hat, bin ich am... Ach, du dreckiger Hurensohn! 22 gegen 16, er hat noch zwei Karten, ich habe noch zwei Karten. Was soll das? Was soll das? Cool, wir machen das jetzt. Mir scheißegal, dann wird die Folge doch eine halbe Stunde lang. Ist mir kackegal. Ach, halt deinen Mund! Ich will, der kommt mir so nicht ungeschoren davon. Nein, das war eine andere Quest. Ja, ich überspringe das gerade einfach. Ja, habe ich nicht gefunden. Das ist gerade gar nicht eine Quest. Hör mal. Zeig mal. Ja. Wer ist Cäsar? Ja, ich überspringe das gerade alles einfach, weil ich die Quest eh nicht mit euch machen werde. Von dem her. Darf ich jetzt bitte mal aus diesem. Es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Da wählst du einmal die falsche Dialogoption aus und schon kommt 15 Minuten lang. Kommt da irgendein Gespräch? So, hallo. Wenn ich das nächste Mal vom Karten... Ich kann jetzt den nicht im Ernst nicht nochmal ansprechen, bis ich die Quest gemacht habe. Wenn ich das nächste Mal vom Kartentauschen rede, zieh mir bitte...
Das kann doch nicht wahr sein! Kumpel. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Wann wurde der letzte Speicherpunkt gesetzt? Automatische Speicherung. Immer Kontrollpunkt. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Ich möchte ja nicht, dass ich jetzt erst noch eine andere Quest machen muss, um nochmal mit dem reden zu können. Ich möchte das Windspiel gewinnen, ja. Aber ich möchte nicht noch eine Quest machen. Der auf Uma lastete, erwies sich als in der Folge läuft viel schief. Doch Yennefer und die in der Folge läuft viel schief. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissen. Oh Gott, Leute. Das, der hätte aber auch kein Mensch dran denken können, dass der Typ dann einfach denkt, nee, du machst jetzt erstmal eine Kartensammelquest da, die komische, und dann reden wir erst wieder, weil ich bin Soltan und bin ein kleiner Zwerg. Richtiger Giftzwerg, ja? Richtiger Giftzwerg. Soltan, verdammt. Irgendwann brauchst Soltan meine Hilfe. Und dann sag ich, war ich noch damals auf dem anderen Spielstand? Oder auf dem anderen Spielstand. Ich habe jetzt einen älteren Spielstand sozusagen geladen. War ich noch damals, als du vor allem nicht mehr mit mir reden wolltest, nur weil ich dir Auskünfte über dein Quest oder beziehungsweise meinen Questvorschritt über deine Quest gemacht habe, wolltest du nicht mehr mit mir reden. Jetzt rede ich nicht mehr mit dir, du kleiner Giftzwerg. Und 20 Minuten Ladezeit sind auch super duper nicer dicer. Es läuft alles schief in der Folge. Hätte ich jetzt Zeit, Zeit ist schon der richtige Begriff. Hätte ich Zeit, würde ich die Folge auch niemals hochladen, sage ich ganz ehrlich. Aber, da halt die Zeit eben nicht mit mir ist, muss ich es leider nehmen, aber wir machen sie keine 20 Minuten lang. Nur. Also 25 mindestens, wenn nicht sogar 30. Soltan, Geralt. Hey. Eine Partie gewinnt. Da sage ich nicht nein. Spielen wir. Ich wusste schon genau, was du sagst. Kann ich jetzt bitte ein gutes Set bekommen? Achso, die muss jetzt wieder. Oh, ich muss wieder mein Set ein bisschen aufräumen. Also du kannst weg. Du kannst die ganzen normalen halt. Was willst du überhaupt? Der kann auch weg, weil ich davon nur einen habe. Ich davon mehrere, wäre das besser. So, ich denke mal, das sollte passen. Wobei hier zum Beispiel Soltan kann eigentlich. Oh, ich brauche Soltan, okay. Dann benutze ich aber lieber doch dich, weil du bist ein Fernkämpfer und ich habe wenige Fernkämpfer. Gut, dann los. Noch ein bisschen. Wir sollten noch ein paar Sonderkarten rausnehmen. Ich brauche keine 15 Hörner, aber ein besseres Set. Auf jeden Fall einige Helden dabei. Ja, ist eigentlich gut. Also. Ja, perfekt. So, ich setze jetzt erstmal meine beiden Spione dahin. Zeig dir mal, wie der Hase läuft. Zack. So, haben den Karten. Sehr schön. Jetzt hätte ich gerne eine Sonderkarte. Sag ich dir ganz ehrlich, jetzt hätte ich doch gerne eine Sonderkarte. Ja, jetzt könnte ich eh, also ich weiß, ich könnte nicht mehr gewinnen. Ich könnte schon noch gewinnen, aber nö. Lass ich ihn in die Runde gehen. Sehr gutes Wetter, das ist natürlich schön. Warum setzt du noch, Digga? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, wir passen jetzt auf jeden Fall, weil ich sehe keinen Sinn darin, da noch weiterzumachen. Sehr gut, damit hat er die Runde gewonnen. Er beginnt, er wird jetzt, denke ich, nicht mehr passen. Nein. Er ist auf Krawall gebürstet, meine Freunde. Er ist ein Hardcore-Typ. Okay, dann setze ich den. Also normalerweise passen die NPCs dann immer. Aber nein, der legt richtig los. Der ist sich nicht zu schade für sowas, meine Freunde. So, setzt man noch hier den Drachenjäger von was auch immer, wie du heißt. Jetzt passt er. Okay, dann setze ich noch sie und dann habe ich gewonnen. Und er hat um einiges weniger Karten als ich. Und ich habe gutes Wetter, was so ziemlich eine der besten Wetterkarten, beziehungsweise für mich die beste Wetterkarte ist. Und auch noch das hier. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt können wir hier loslegen, ne? Zack. Heil mal hier jemanden. Und zwar. Ist mir eigentlich scheißegal. Aber da ich mehr Nahkämpfer hole, ich mir einen Bogenschützen. Ich habe mir gutes Wetter. Oh, ich habe hier noch beide. Das ist geil.
I like that. Also im Normalfall sollten wir diese Runde wirklich locker gewinnen. Wenn nicht irgendwas schief läuft. Das kann natürlich immer sein. So, dann können wir jetzt hier den die zweimal setzen. Wir kommen auf richtig viele Punkte insgesamt. Wir haben noch Triebböcke hier wie sonst noch was. Und keine. Ja, okay, das ist gut, das lasse ich dir. Das ist keine schlechte Aktion jetzt hier, dein Horn. So, das, ich setze die Triebböcke auch am Ende, weil die mir am meisten bringen. Vor allem die zwei. Okay, sie kann nochmal jemand. Er kann nochmal jemand heilen. Oh, er hat einen Spion, das ist natürlich nicht schlecht. Da kriegt er natürlich nochmal ein paar Karten durch, ne, meine Freunde. So. Sehr gut, macht er das. Klasse, bin stolz auf dich. Okay, extrem dichter Nebel. Das juckt mich eigentlich so ziemlich gar nicht, weil ich habe gutes Wetter. So. Sehr schön. Ja, wir sind weit, weit, weit. Ja, okay. Wir haben endlich mal gewonnen. Saga, Junge. So läuft der Hase halt. Na, endlich. Es wurde wirklich verdammt nochmal Zeit. Verdammter Schock angesichts deines Anfängerblatts. Hier, nimm diese Karte. Du brauchst sie. Ja, ich kann sie gut gebrauchen. Du solltest dringend deine fürchterliche Sammlung verbessern. Du brauchst mir keine Schande zu machen. Ich hab ja Rittersporn. Vielleicht kannst du deinem Freund Roche was aus den Rippen... Okay, also es gibt jetzt hier nochmal eine Quest im Sinne von Find. Ja, alte Freunde. Cool, wir müssen mit Roche eh irgendwann reden. Eidnärme bekommen. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. So, Mikl. Du. Danke. Du hast. Du hast mich. Also, wenn er schon sowas sagt, muss ich auch Rammstein zitieren. Nee, es war mir schon fast klar, dass er jetzt gleich sagt: Bin dabei, weil er ist unser Bro. Triss. Oh, Roch ist eine Weile weg. Triss ist die Nächste. Pistil, warum weinst du denn? Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft Was bringen. Ist denn los? Die Schwarzen? Rittersporn? Was war denn los? Warum lässt du sie weinen? Ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Ist das dein Fetisch, oder? Ich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also, Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Geld. Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen. Ich bin rich. Kann ich einfach das Geld leihen? Wie viel brauchst du denn? Vielleicht kann ich dir ja leihen. Danke, Geralt, aber von dir nehme ich keine Krone. Du weißt doch, wie es heißt. Am schnellsten verliert man. Das stimmt, Freund, das stimmt. Bei Geld hört ja die Freundschaft bekanntlich auf. Was anderes. Was für ein Gefallen. Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikan. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Also mit der Tochter reden, dass die irgendwas mit ihrem Vater beredet. Und was soll ich machen? Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irene. Oh Gott. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Okay. Gut. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Wir wollen einfach nur mal die Quest annehmen. Fand ich jetzt interessant, weil die arme Priscilla da, die ja schon ganz nett ist. Und verdammt, außerdem ganz nett ist. Möchte ich nicht weinen sehen, ne? Also ist ja klar. Alt? Alt? Ich bin nicht alt, ich bin reif. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Nur die Arme.
Die arme kleine... wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich würde sagen, wir hören jetzt in dem hier auf. Wir werden im nächsten Part auch wirklich uns nicht mehr ablenken lassen. Ich komme mir schon vor wie ein Far Cry Primal, wo ich mich auch alle 2 Sekunden ablenken lasse. Sondern mit den Leuten reden und nicht irgendwie 10 Jahre Gwyn spielen. Vielleicht einmal Gwyn spielen gegen Roche, aber das auch nur vielleicht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.